wollen. Allein schon wegen dem kostenlosen Nahverkehr und diesen fetten Möglichkeiten. Stromprobleme dürften die ja eigentlich nicht haben. Besser wird es noch, wenn Sonne ist. Die haben eigentlich auch keine Stromprobleme hier. Man könnte hier hinten noch, aber hier ist Strom- und Wasserproblem. So, und zwar setzen wir dann einfach mal eben auf die Schnelle für den Strom hier so Masten hin. So. Jetzt müsste der eigentlich auch Strom haben. Und warum hat der Frachthafen kein Wasser? Wir haben doch die ganze... Der hängt natürlich genau hier am Rand, wo keine Wasserverbindung mehr ist. Ma, das kotzt mich doch an hier. So. Jetzt gib Ruhe. Müll haben die jetzt als Problem. Ja, Müllversorgung und sowas habe ich ja hier noch gar nicht. Doch, ich habe doch hier so eine Anlage, oder nicht? Ist das hier nicht so eine Müllanlage? Das bringt jetzt beiden was. Das bringt da auch noch was. Und wir setzen hier, weil wir so viel Müll in dieser Scheißstadt haben. Setzen wir hier noch eins hin. Warum ist das noch inaktiv? Achso, weil der Strom für sich selbst... Ah, es produziert der Strom für sich selbst. Eigentlich. Eigentlich verbauen die Strom für sich selbst. Hier oben machen wir nochmal schön die Industrieanlage hin. Da so in diesem Umfeld. Und weil das so schön war, machen wir das hier auch, lustigerweise. Eine Krankenhausanbindung. Haben die wahrscheinlich von hier unten, ne? So, dann machen wir mal jetzt hier ein bisschen größere Straßen von ab. Die vierspurige. Und zwar geht die von hier aus ab. So. Boah, das ist bereits beliebt. Warum? So, haben wir da auch eine Anbindung. Dann kommen wir auf zwei Arten hier an die ganze Chose ran. Und zwar einmal hier unten. Einmal von hier aus. Damit die jetzt auch noch hier rankommen. So. So, hier schön an der Küste wieder entlang. Ein bisschen Terraforming mit dabei. Wir machen jetzt hier schön so ein bisschen die größeren Straßen entlang. So. Jetzt müsste man hier auch erstmal eben, Moment, Straße upgraden. Das geht nicht, das Stück. Da kann das ruhig ein bisschen abladen. Das geht nicht wegen dem. So. Müssen wir hier halt mal schnell eben das kleine Stückchen hier abreißen. Setzen von hier aus irgendwie auf diese Masse. Keine Verbesserung. Von hier aus irgendwie so da dran. So, und von hier aus dann halt hier ran und dann reißen wir die Scheiße einfach hier oben ab. Wir machen hier und hier auch noch anders eben. So,
So, hier dran, dann haben wir hier einen etwas schöneren Übergang. Hier ist es alles wieder ein bisschen schmaler, es ist aber okay so. Hier haben wir jetzt natürlich noch das Problem mit dieser Scheiße hier. Müssen wir die mal kurz, die Müllverbrennungsanlage hier rüberschieben. Und dann können wir auch diese Straße hier, glaube ich, jetzt upgraden. Jawohl, ja. So. Und dann machen wir hier auch noch eben schnell alles als Industriegebiet drin. So, und hier drüben auch noch. So. Lassen wir das jetzt erstmal so hier stehen. Genau. Jetzt haben wir in den Parks Garagen. Hier Garage, weil Parkhaus, weil Hafen. Hier Büro. Bierergebäude brauchen Parkhäuser. Genau wie hier eine Garage. Und jetzt muss ich mal langsam aufhören mit Geld ausgeben. Mein Gott, die Insel ist ja zugeklatscht. Aber es ist cool. Das gefällt mir. Also da würde ich durchaus gerne wohnen wollen. Jetzt mal hier zwischen. Oh, nochmal eine Garage. Nachfrage nach Gewerbegebiet. Okay. Wir bauen jetzt hier oben auch weiter aus. Warum haben wir hier eigentlich so eine weite Strecke mit Strom? Brauchen wir die? Nö. Nö, eigentlich brauchen wir die nicht. Jetzt hier die Preise schreiben, damit sie keinen Strom haben. Ist aber in dem Sinne erstmal nicht dramatisch, weil wir können Strom von Müllverbrennungsanlagen holen. Hier rüber. Und das müsste dann reichen. Eigentlich, jawohl. So, wir möchten. Hallo, ihr habt Strom. Wollen wir noch hier rüber? So, leckst mir deine Füße, du hast genug Stromverbindung. Reicht wahrscheinlich von dem Teil nicht aus. Das ist jetzt wahrscheinlich das andere Übel. So, und dann hier rüber. Jetzt aber. Na komm schon, werd blau. Und du auch. Genau, die hat nicht genug Strom angebunden. Was haben wir hier für ein Problem? Müll! Wir haben ein ganz enormes Müllproblem. Warum? Wisst ihr was? Dreckt hier schön. Kein Bauaufwasser möglich. Ich will auch nicht Aufwasser bauen, ich will Anwasser bauen. Wisst ihr was? Hier. Hier. Da. Freuen sich jetzt keine, aber eigentlich müsste das Müllproblem hier beseitigt werden. Oder wird es das? Kranke Bürger. Bulldozer. Ja, möchte ich. Krank. Jetzt finden die natürlich alle besser. Ja, jetzt sind die natürlich alle hier nicht so ganz so gesund, ne? Das müsste jetzt aber hier langsam so ein bisschen ausgeglichen werden, dass da... Wir setzen jetzt aus Lust und Dollerei hier noch so ein... Da noch so eine Arztpraxis hin, dann sollen die hier zufrieden sein. Polizei! Schreien die nach. Polizei! Eine kleine Polizeiwache hier so. Okay. Schön, langsam. Langsam wächst unsere Stadt. Kriegen auch wieder Plus-Leute. Ich freue mich. Also bei 55.000 gibt es den nächsten Meilenstein, Leute. Und dann geht's hier ab. Was haben die denn hier für ein Problem? Das hat hier noch nicht. Ja, wir müssen mal kurz in die Wirtschaft hier. Ne, das war's nicht. Da, in die Wirtschaft. Und zwar für die medizinische Versorgung.
die müssen mal ein bisschen mehr Geld haben, tags und nachts. Ich hoffe, das wirkt sich jetzt nicht zu negativ auf unsere Bilanz aus. Doch, schon Einnahmen 203.000, Ausgaben 192. Das ist natürlich jetzt nicht so geil, aber langsam, langsam, langsam. Was haben wir denn hier, wenn wir das hier... Nein, nein. Na, ein Darlehen wollen will ich erst recht nicht. 20, 60, 200.000. Nein. Wir könnten das Ganze hier. Wir können die Wohngebiete noch ein bisschen besteuern. Damit wir auf alles auf 12 haben. Und uns so erstmal ein bisschen Knete wiederholen. Diese Pinnnägel gefällt mir super. Sieht klasse aus, Leute. Da sind auch Leute. Guck mal, Freunde, da sind Leute. Dexter Green und Ashton Roberts. Und der Albert Ward sind auf Besuch in der Space League. Auch die Leute in die Stadt. Die macht schon echt was sehr langsam. Schön, ich bin verführt quasi. Gleich hier, warte, was ist hier? Sind auch so viele kranke Menschen. Ach, dann kriegen die hier halt noch eine Arztpraxis hier reingeklatscht. Wo haben wir, bekommen wir denn hier eine hin? Da ist schon eine Arztpraxis. Hier ist ein Krematorium und eine Müllverbrennungsanlage. Das ist natürlich spitze. Dann machen wir die da weg, die Leute. Und dann ist gut. Hoffentlich. Dann sollen die sich alle ein bisschen zufrieden geben. So, schön. Schön, 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 schön. Hier unten ist natürlich richtig geil, Großstadt-Feeling. Finde ich klasse. Und hier oben ist dann ja so ein bisschen Vorort. Hier die Insel wird auch noch. Und hier, das ist Science Center, finde ich natürlich super geil, Science Island. Was wir hier auf dieser Insel machen, weiß ich auch noch nicht. Und wie wir die hier ausbauen, keine Ahnung. Ich möchte hier hinten noch ein bisschen weiter im Bürogebiet ausbauen, weil es mir einfach mega gut gefällt. Und die Zug- und Straßenverbindung möchte ich auch noch ein bisschen, also die Zugverbindung vor allem möchte ich noch ein bisschen ausbauen. Weil das echt einfach nur mega, mega cool ist. So, wir nehmen wieder unsere altbekannte Straße. Und zwar möchte ich einmal hier eine Straße von hier aus noch... Oh, das ist bereits belegt. Warum? So, hier rum machen, damit wir hier noch eine Anbindung haben an diese kurze unterirdische Geschichte hier. Und dann, ja, da ist. Mal hier zwischen so eine Straße so. Hier schön hier so rum. Und setzen die hier an. Hier unten haben wir gar keine Verbindung, das ist gut. Dann setzen wir hier einfach hier so die Straße hier so dran. Da ist der Bahnhof. Da möchte ich jetzt auch nicht zu viele Kreuzungen dran machen. Das heißt, wir setzen jetzt nochmal von hier aus. Da nochmal eine Straße direkt darunter rein. Und weil wir hier Industriegebiet haben und Bürogebäude, machen wir das Ganze relativ knapsig hier und schön dicht. Dicht bei dicht. So noch. Das Ganze lassen wir hier ein bisschen frei und hier unten auch. Und dann setzen wir uns hier. Industrie. Alles von der Industrie. So. Diese Insel machen wir. Und stopp, ich möchte hier ein bisschen anders machen. Das machen wir noch frei und das machen wir auch noch frei, solange es noch nicht bebaut wird. So, hier möchte ich Wohngebiet, dicht besiedeltes. Hier möchte ich dicht besiedeltes Gewerbegebiet. So, an diese Straße hier, also hier möchte ich, hier unten möchte ich durchaus Industrie noch haben. Und hier will ich gerne so gering besiedeltes Wohngebiet haben, füllend den hier noch dazu und den und den und den und den und den. Das ist dicht gering besiedelt
Hier oben machen wir dann noch ein leichtes Gewerbegebiet hin. Und das war's dann auch schon fast. Nein, Quatsch. Machen wir hier unten nochmal schön hier alles voll mit Gewerbegebiet, Industrie. So. Dann haben die hier. Hier machen wir dann jetzt natürlich auch noch ein bisschen. Habe ich ja gerade gesehen, dass wir es haben. Einzelne Bäume. Weil hier sind ja alles. Ne, die Leute haben ja hier Garten und so. So, und ein bisschen größere Bäume dazwischen. So. Schön. Schön ist es. Kann man hier so einen Fußgängerweg, Kiesweg, Pflasterweg. Ein Pflasterweg von hier. Mal den hier so zwischen ansetzen. Ich möchte den aber nicht so haben. Ich möchte den ein bisschen schön gebogen haben. Machen wir uns hier so eine kleine Mini-Parkanlage rein, wo die Leute hier so ein bisschen spazieren gehen können. Ach, schön, da laufen auch schon die ersten. Ne, Laternen. Oh, Entschuldigung. Und hier zwischen machen wir dann hier irgendwo noch so von hier aus und hier zwischen. Zwischen die Bäume, die dann auf einmal despawnen, weil jetzt da ein Kiesweg kommt. Machen wir hier noch so einen Kiesweg hin und hier noch so einen rüber. So, und dann pflastern wir das jetzt alles zu mit Bäumen. So in etwa, und dann die Bäume noch so ein bisschen hier zwischen und hier rundherum noch so ein paar Bäume. Damit das Ganze auch ein bisschen schick aussieht. Hier wachsen und gedeihen unsere Industriegebäude mega gut. Und es dauert quasi auch fast gar nicht mehr lang. Und wir kriegen unseren Flughafen und den Freunde. Ich hatte bis gerade eben, bis ich es quasi gesagt habe, gar keine Idee. Jetzt habe ich aber die großartige Idee. Oder was heißt großartige Idee, aber die Idee. Entweder hier den Flughafen hinzusetzen auf die Insel. Oder hier hinten den Flughafen hinzusetzen. Da müssten wir dann aber, oder besser hier. Ganz frei von allem. Da müssten wir da aber schon mal langsam, also ich möchte gerne schon so langsam Vorbereitungen dafür treffen. Und zwar müssten wir, boah, die Leute brauchen Arbeiter hier, was ist los? Nicht genügend Arbeiter, ungebildet, 16 Stück braucht er. Und hat 3 Hochgebildete. Was ist denn hier mit Dumsdorf? Warum? Hier ist eine Uni. Stopp. Ja. Ich muss es anders machen. Hier hinten kommt jetzt ein Viertel. Liebe Freunde, das wird asozialer, wie es nicht sein kann. Wirklich asozialer, wie es nicht sein kann. Wir setzen das hier direkt an die Bahnlinie an. Schön. Bis hier unten hin an die Autobahn. Es gibt keine Verbindung zur Autobahn für dieses Viertel. So. Weil dieses Viertel wird jetzt quasi mein Hartz-IV-Viertel. Um das mal mit bösen Worten auszudrücken. Ich möchte hier wirklich... Das wird riesig gerade, habe ich das Gefühl. Wir haben aber auch gar nicht so den Bedarf an Wohnraum. Das ist natürlich blödsinnig dann. Ich fange jetzt erstmal hier oben mit so leichten Vorbereitungen dafür an. Der Kollege braucht da hinten ja... die brauchen ja hier in der Forstwirtschaft und dumme Arbeiter. Das scheint echt bitter zu sagen, so. Meine Arbeit, meine Menschen sind halt viel zu intelligent dafür. So, machen wir das mal so und hier setzen wir an. Und den
über die Bahnschienen hinweg und greifen hier an und fangen von hier aus an dann eine Buslinie. Die kriegen die sogar umsonst für dieses Assi-Viertel. Ja, hier gibt es zwei Wege dann quasi raus. Und die Busverbindung gibt es dann quasi noch umsonst dazu. Hier schenke ich den Leuten echt eine Busverbindung, die umsonst ist. Gefälle zu steigen. Super. So. Machen wir das so. Und hier auch nochmal eine so runter. Und dann machen wir von hier aus hier so dran. Und hier macht es nicht ganz so dicht bei dicht, aber schon echt ziemlich dicht. So, und dann hier auch nochmal schön das Ganze so an die hin. So. Und so. Und zack, den letzten noch da dran. Das lassen wir jetzt als unser dummes Viertel. Ich weiß, es ist nicht nett, was wir hier gerade machen, aber die hier kommen ganz viele dicht gesiedelt. Wir fangen erstmal hier oben an. Schön am Wasser. Guck mal, die haben ja sogar. Die haben einen Fluss vor der Nase, die haben. Da fahrt schon LKWs lang. Das Gebiet ist noch gar nicht bewohnt, aber hier fahren schon LKWs lang. Und das ist gut. So. Ich werde hier eine zentrale Busverbindung setzen, die dann direkt rüber führt. Ich mache hier unten. Hier unten ist ja nicht ganz so extrem. Hier so, wo es ein bisschen Luft dazwischen ist, mache ich leicht besiedeltes Gebiet. Hier runter auch. So. Jetzt brauchen die natürlich Wasser. Wasser ist natürlich gar nicht hier angebunden. Das ist aber auch nicht dramatisch gewesen bisher. Aber ich möchte, dass unsere Forstwirtschaft funktioniert. Das tut sie ja nur so leider nicht. Das ist natürlich jetzt ein Armutsviertel für die Stadt, ne? Der Bürgermeister macht gar nichts. Ist ja nicht wahr. Ich tue ja was. Ich versuche, dass meine Forstwirtschaft funktioniert. Weil ich die Idee einfach mega geil finde, hier so eine Forstwirtschaft dran zu haben. Aber das wird ja von den Leuten boykottiert. Die finden das ja gar nicht geil. Die sagen, warum? Grüne Energie schön und. Upsa. Da hat's geblitzt, aber vom Allergemeinsten. So, damit sind die komplett ans Wassernetzwerk angeschlossen. Strom soll überschlagen. Die haben hier direkt die Windkraftanlagen. Die setze ich auch mal so hier so dran. Und dann soll sich hier erstmal was ansiedeln. So, hier machen wir wirklich jetzt ein Viertel raus. Es tut mir Herzen weh. Ich brauche einen größeren Pinsel. So rum. Underhillplatz, ja, das trifft sich ja schon echt ziemlich gut. Obstgartenpark. Ja, lassen wir das ganze Obstgartenpark heißen, ist okay. Jetzt gehen wir mal hier runter. Obstgartenpark. Ja, Richtlinien. Ganz viele Kinder zeugen. Schau das. Die kriegen kostenlosen Nahverkehr. Hier ist zwar noch nichts von wegen Nahverkehr, aber die kriegen kostenlosen Nahverkehr. Gestellt. Wasser dürfte hier nicht so das Problem sein. Strom dürfte hier jetzt auch nicht so das Problem sein. Hier ziehen ja schon die ersten Leute so ein. Da unten auch.
Das heißt, wir müssen jetzt leider Gottes hier so eine hässliche. So, hier runterziehen. Zack, kommen die alle Strom. Man hätte das jetzt natürlich auch einfach über die Autobahn ziehen können. Will ich aber nicht. Wir machen das Ganze hier unten echt noch alles schön dicht dünn besiedelt. An der Autobahn wollen die Leute ein bisschen freizügiger wohnen, nicht in so Plattenbauten. Ja. So. Lassen wir das jetzt erstmal alles so wachsen und gedeihen und hoffen, dass die Leute hier schnell einziehen. Ach, und wie schön das hier ist. Welche schön, oh, welche Übersicht man hier über die Stadt so hat, auch wenn es ein bisschen unscharf ist. Aber trotzdem mega geil. Da steigen schon die Leute wieder auf. Schönes Haus. Da wächst noch so ein kleines Volk. Flaming Ringwings. Ah ja. Okay. So. Lassen wir das jetzt erstmal so stehen und gucken, was passiert. Eine Busverbindung wollte ich hier noch haben, ne?